Hallo, hier ist Captain Miri und ihr Matrose. Yannick. Ja, wir spielen heute, beziehungsweise ich spiele zum ersten Mal Harbour World ohne Fat Fred. Letztes Mal habe ich das erste Mal überhaupt Harbour World gespielt. Und heute habe ich aber einen guten Ersatz gefunden für Fat Fred und das ist Yannick. Und ja, wir haben hier eine Freundschaftsanfrage von Trixie220 bekommen, ja. Wollen wir die mal annehmen, ja, oder? Ja, ja. So, Besucher, Sassi0610, Skido.de, Königshafen 23. Während deiner Abwesenheit wurde dein Hafen 8-mal von Freunden besucht. Diese Ressourcen haben sie für dich gesammelt. 32 Kohle oder was das ist, 33 Herzen, 120 Stein, Metall, ich weiß es nicht. Ich schätze mal Metall. Ja, und 50 Holz. Ja, das ist doch mal super, oder? Hier sind noch ein paar mehr, die da... Ja, coole Sache. Vielen Dank an alle Freunde da draußen. Ich weiß, auch ein Hafenmeister benötigt meinen Urlaub und es ist super, dass du wieder da bist. Ja, da heißt er uns herzlich willkommen, ne? Ja. Ja, als ob er es gewusst hätte, dass ich das letzte Mal da gewesen wäre. Ich habe einige neue Lieferungen und heute auch wieder einen Bonus für dich. Schau täglich vorbei, um immer bessere Belohnungen zu erhalten. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir für einen Bonus bekommen haben. Bestimmte Dekorationen und Gebäude geben dir einen gewissen Bonus auf den Gewinn. Im Hafenamt hast du den gesamten Bonus im Überblick. Okay. Oh, noch eine Freundschaftsanfrage. Guck mal, von Tisla2222. Auch annehmen. Haben wir nur eine Freundschaftsanfrage? Nein. Nein. So, hier müssen wir jetzt erstmal gucken. Wir haben, das hier ist die Energie, die können wir verbrauchen, ja? Okay. Wenn wir die verbraucht haben, müssen wir erstmal warten. Die füllt sich dann immer nach und nach wieder auf. Okay. Da muss man halt immer 4 Minuten oder irgend sowas warten. So, wir werden jetzt erstmal das hier verschiffen. Hier werden wir abladen. Und dann gucken wir uns mal, das sind so die Quests, die wir haben. Und da haben wir jetzt zum Beispiel, fülle die Lager mit 340 von 350 Einheiten Kohle. Da sind wir schon kurz davor. Sende 5 Frachtschiffe nach Griechenland. Das können wir auf jeden Fall auch machen. Und fertige 9 von 10 Frachtschiffe ab. Ja, dann machen wir das hier erstmal. Und jetzt müssen wir mal gucken, was das hier eigentlich nochmal. Ankerstatte, ja, gut. Hier kann man produzieren. Ja, hier kann man Kohle, oder? Genau, Kohle. Okay, wir müssen ein Upgrade machen. Hier, so, Produktion starten, Kohlebergwerk. So, das machen wir. Das ist immer noch das Kohlebergwerk. Was haben wir hier? Da könnten wir jetzt ein Upgrade machen, das sparen wir uns aber mal. Okay. Dann haben wir hier noch Holz, da können wir auch was starten. Das kann jetzt nach Griechenland, ja, ab ins, ja, ab zur Krise nach Griechenland. Griechenland ist hier, ja, also erstes Schiff, zweites Schiff. So, dafür kriegen wir auch immer Geld, ja, also wenn okay. Das hier. Und hier können wir, wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann wissen wir, es will ein neues Schiff in unseren Hafen fahren. Gehen wir mal hier drauf, Einfahrt gewähren. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wo kommen die denn her? Sie haben sie schon... Nee, man sieht sie noch nicht. Ja, das hier ist unser Bau... Wie heißt es? Hafenamt? Genau. Und hier sind unsere Häfen. Häfen. Da können wir jetzt auch ein Upgrade machen. Wie viel kostet das? 300... wollen wir mal eins upgraden? Frachtpier? Ja. Ja? Oder was? Oder warte mal, komm, wir warten erstmal kurz, was hier passiert. Und wir können auch unsere Freunde besuchen, ja. Die, okay. Die ich jetzt, wie komme ich denn da hin? Waren die nicht immer hier unten eingeblendet? Also wir können auf jeden Fall schon mal ein Schiff abladen, ja. Das ist immer hier dieses. Das ist schon mal praktisch. Ja. Und warte mal, was war hier? Ah, genau, die waren ausgeblendet, siehst du? Dann gehen wir mal zu Captain Dröstbart. Da kann man nämlich auch, siehst du, wirst du gleich sehen, da kann man immer diese Herzchen, was die bei uns auch gemacht haben, diese Herzchen einsammeln. Da kriegen die was. Oh, guck mal, Level ja, up. Sehr gut. Woo, High Five. Level up. Was haben wir bekommen? Hafenamt Stufe 3, Kohlelager Stufe 2 und ein Erzlager Stufe 2. Da können wir jetzt gleich richtig Upgrade starten. Das ist doch mal super, oder? Ja. Was? Du hast den nächsten Freundschaftslevel. Auch noch. Level up cool. Nochmal. Level up hoch 2 sozusagen. Dann sammeln wir hier. Oh, was habe ich hier gemacht? Ja. Hier können wir das? Nee. Wir haben genug geholfen. Wir gehen jetzt mal nach Hause. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier machen können. Denn wir haben ja hier eben einiges bekommen. Ne? Mhm. So, das hier kann jetzt, glaube ich, auch gleich abreisen. Das ist ja richtig krass. Bei uns geht's ab, oder? Ja. So, gucken wir mal hier. Was sind das für eine Quest? Sende 3 Bärerfähren zu Freunden. Sende 15 Frachtschiffe in die Schweiz. Sende Frachtschiffe zu Freunden und Holz transportieren. Okay. Wir wollen erstmal nach Griechenland, ne? Da hatten wir ja noch die andere Quest offen. Genau. So, hier. Oh, guck mal. Erreiche einen Tourismusbonus von 10%. Momentan 7%. Jetzt gehen wir mal zum Hafenamt und machen da mal ein Upgrade. Oh, wir haben zu wenig Geld. Guck mal. Zu viel. Oh, sehr teuer. Zu wenig Geld, Mist. Vielleicht können wir hier das Holzlager, können wir da ein Upgrade machen? Hier können wir auf jeden Fall die Produktion nochmal starten. So, Produktion starten. Hier können wir ein Upgrade, ui, da haben wir aber fast gar keine Kohle mehr, wenn wir das jetzt machen. So,
Sollten wir das machen? Was meinst du? Ich glaube, wir bauen eher noch einen Hafen oder sowas, oder? Wollen wir es mal gucken? Oder wir könnten auch mal gucken wegen dem Fame-Bonus von den 10%. Ja, ich weiß nicht, wie macht man das? Den Tourismusbonus meinst du hier, oder? Ja, genau. Wie macht man das denn? Das ist eine gute Frage. Tourismusbonus? Bestimmt beim Hafen an, das könnte ich mir vorstellen. Ja, hier, guck. 7%. Da müssen wir das Hafenamt erweitern, aber dazu haben wir zu wenig Geld. Hier, Schwimmdock könnten wir erweitern. Wir gehen mal noch ein paar, hier den Techno-Fan gehen wir jetzt mal besuchen. Was hörst du eigentlich so für Musik? Also ich höre eigentlich alles. Alles? Ja. Alles? Alles Modernes. So Mainstream, Charts, Hip-Hop. Ja, genau. House. Elektrik. Ja, ich bin da auch nicht so eingeschränkt. Ich höre aber am liebsten Haus und am liebsten halt eigentlich spanische Musik, muss ich sagen. Okay. Ja, mag ich sehr gern. Auch Latin House. was, haben wir noch was? Nee, da können wir nichts mehr machen. Oh, was ist das denn? Das ist hier so verwirrend irgendwie. Aber es sieht richtig cool aus da, die Promenade. Ja, gell? Da ist richtig Mühe gegeben, weil es halt auch schon ein bisschen weiter als wir. Aber gut. So, hier gehen wir jetzt hin. So wie beim Hafen-Andi. Im Hafen-Andi. Hallöchen. Okay, dann sammeln wir das mal auch ein. Siehst du, dafür kriegen wir auch mehr Geld. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Achso, ich habe gar nicht ganz vergessen zu erwähnen, wenn ihr mal Harbor World spielen möchtet und euch das gefällt und vielleicht auch mal Nachbarn von mir sein möchtet, dann findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Dann müsst ihr einfach draufklicken und dann könnt ihr euch kostenlos registrieren und anschließend kostenlos anmelden. Und ja, mich hoffentlich auch als Nachbarn hinzufügen. So, David Wehr, 225. Mal gucken, ob wir hier auch noch was machen können. Ich habe jetzt echt Lust, was zu bauen, ne? Oder irgendein Upgrade zu machen oder sowas. Geh mal nach Hause. Komm, wir gehen nach Hause. Achso, hier, guck mal, da können wir auch gleich was annehmen, oder? Ach nee, die sind noch nicht angekommen. Oder kommen die gleich wieder aus Griechenland? Ich glaube, die kommen gleich wieder. Aber da steht Fahrziel Griechenland. Vielleicht kommen sie auch erst an. Ja, die werden wahrscheinlich wirklich erst da ankommen. So, das ist auch fertig, die Produktion. Hier können wir noch eine neue Produktion starten. Zack. Produktion starten. Was können wir hier? Wo sind denn die ganzen Schiffe hin? So. Was ist das hier eigentlich? Ach, Inventar. Ja, guck mal, wir brauchen noch einen Haken. Dann könnten wir eine Prämie einlösen. Aber leider fehlt uns der Haken. Ich glaube, da ist ein Haken an der Sache. Ah, hier, guck mal. Jetzt kommen sie zurück. Einfahrt gewähren. Mal gucken, vielleicht erfüllen wir auch mal endlich gleich eine Quest. Das wäre ja schön. Das wäre cool. Nach 2 Levels ab heute, ne? Ja. Okay, Hafen. Trockendock, Schwimmdock, Abwrack, Werft. Ein Touristenpier. Das könnte uns vielleicht auch weiterhelfen. Produktion, Erzmine, Holzlager, Sägewerk. Was haben wir denn hier alles? Ich finde, wir sollten mal irgendwas bauen an Ressourcen, was wir noch nicht haben. Damit wir weiterkommen. Oh nein, ich habe ein Upgrade gespielt. Scheiße. Ups, sorry. Oh nein, okay. Also wir haben uns jetzt für ein Upgrade vom Holzlager entschieden. Warum nicht, ne? Ja, ganz bewusst, ne? Und hier sind jetzt die Schiffe zurückgekommen. Die müssen natürlich auch wieder abgeladen werden. Oh Mann, Mist. Ich wollte eigentlich die Produktion starten. Weißt du? Ich verklickt. So, dann kann das wieder beladen werden. Das hier kann schon abreisen, auch nach Griechenland wieder. Wie viel haben wir jetzt denn nach Griechenland geschickt? War das hier? Okay, ja. 2 von 5 erst. Hä, haben wir nicht 3 hingeschickt? Aber vielleicht zählt es nur, wenn es wieder zurückkommt. Ah ja, hier, guck mal. Ja, das, da müssen wir warten, bis das zurückkommt. So, das kommt auch nach Griechenland. Auf geht's. Gute Fahrt. Wir lichten den Anker. So. Produktionsstart. Nicht, dass ich ein Upgrade gleich aus Versehen mache. Ja, okay. Ja, wir können uns das ja jetzt eigentlich sparen, ne, mit dem Ding kaufen da. Ich will jetzt hier nochmal das hier noch abwarten, bis das gleich fertig ist. Und dann noch eine neue Produktion starten können. Dann gehen wir nochmal Nachbarn besuchen, oder Yannick? Ja. Ja, machen wir. Noch ein bisschen helfen. Ja. Wir sind ja nette Nachbarn. Genau, wir sind nette Nachbarn. Nachbarn von nebenan. So. Okay, ich weiß nicht, ich blick da hier nicht so durch irgendwie. Oh, Moment. Einfahrt gewähren. Ja, das zweite Schiff jetzt. Die müssen noch zurückkommen und dann haben wir, glaube ich, die Quest abgeschlossen, oder? Ah nee, transportiere 24 von 50 Einheiten Kohle durch Frachtschiffe. Das fehlt uns noch. Das werden wir jetzt auch so schnell nicht schaffen. Gucken wir mal hier. Ja, die haben auch noch... was mache ich denn da?
Die haben alle noch relativ kleine Häfen, wie man sieht. Mhm. Wo sind wir gerade? Namensloser Hafen, okay. Gehen wir zu Ozean 3, da kann man auch nichts machen. Dann hier zur Tiranele. Tiranele? Gott, ey. Was ist das denn? Was mache ich hier? Ja, übrigens, wenn ihr mal wollt, dass wir euren Hafen, beziehungsweise ich in der nächsten Folge euren Hafen besuche, dürft ihr mir das natürlich gerne mal unter das Video kommentieren. Und dann kommt ihr auch dran. Alien Smash, da gehen wir jetzt hin. Und der hat auch nichts. Ja, also ich denke mal, wenn die so Level 6 oder so sind, da geht noch nicht so viel in den Häfen, ne? Sieht man ja. Frolls, was ist das? Hier, Herzchen. Harbor. Geht ab. Okay, wen haben wir hier noch? Ich kenne ja die ganzen Nachbarn nicht, wie gesagt. Das ist ja auch neu für mich. Für uns beide. Ein neues Umfeld. ja. Les Andres. Gut, hier noch. Ja, jetzt haben wir zumindest schon mal die ganzen Nachbarn abgeklappert. Ja, ist ja schon mal gut. Ja. Und wer ist das hier? Der ist, glaube ich, schon ein Level höher, oder? Oh, vor allem, warum klicke ich denn die ganze Zeit da unten hin? Was ist das denn? Okay, Jerry TV. Da. Da können wir das machen, guck mal. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, das bringt uns ja auch was, ne? So. Jerry TV, wo waren wir jetzt? Hier. Königshafen 23. Der hatte uns ja auch besucht, das haben wir am Anfang gesehen. Mhm. Der Infobox einen netten Besuch auf in unserem Hafen hatten. Ja. Und jetzt, unsere Schiffe sind alle unterwegs nach Griechenland. Ich hoffe, die kommen wieder. Da gibt es ja ordentlich Unruhen aktuell, ne? Ja. Ich hoffe, die werden da nicht irgendwie gekentert oder so. Oder kentern. Ja, so, wir gucken jetzt mal. Hier kann auf jeden Fall noch was abgeladen werden. Das Upgrade ist auch im vollen Gange. Hier können wir eine neue Produktion noch starten. Und was meinst du, wäre das auch was für dich so? Ja, es sieht auf jeden Fall sehr witzig aus, ne? Also. Ist mit Arbeit verbunden, ne? So einen Hafen zu führen. So, hier, das ist auch gleich fertig. Ja, und der kann auch noch nach Griechenland abreisen. Zack. Alle weg! Alle weg! Das heißt, wir gehen auch weg. Wir fahren weg. Wir tauchen ab. Und ja, das war's schon wieder für heute. Yannick. Ja. Ja, hat's dir gefallen? Ja, mir hat's gefallen. Ja, sehr gutes Spiel. Nächstes Mal ist Yannick leider nicht mehr dabei, aber ja, dann bin ich das erste Mal wirklich alleine in einem Let's Play, ja, also von Harbor World. Und ich hoffe, ihr bleibt mir erhalten und seid auch beim nächsten Harbor World Let's Play dabei. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss, eure Miri. Haut rein.